Hallo, meine lieben Fische. Und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute schauen wir uns die Karten an für das Thema Liebe. Und das ist dieses Mal eine zeitlose Legung. Das heißt, einige Dinge sind vielleicht schon passiert, einige werden erst noch eintreffen. Und bei einigen ist es so, dass ihr gerade mittendrin seid. Liebe Fische, diese Legung ist eine allgemeine Legung. Das heißt, es kann nicht für alle passen, nimm wirklich nur das, was passt. Und das, was nicht passt, lässt du einfach sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Also du musst nichts zusammenbasteln, zurechtbiegen. So, fangen wir doch an. Thema Liebe für die lieben Fische. Mal schauen, was wir hier reinbekommen. Liebe, das Hauptthema Liebe. Ja. Hauptthema 2 der Kelche und König der Schwerter. Ich nehme auch ganz stark wahr, dass einige von euch ganz stark das Thema ein bisschen haben, Kopf über Herz. Auch die Balance zu finden zwischen Kopf und Herz. Euer Herz sagt, ich will, und der Kopf sagt, nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gut. Macht so eine Pro-Kontra-Liste, nehme ich ganz stark wahr. Wird sicher nicht für jede Person zutreffen. Aber ganz viele haben ein bisschen Mühe mit Herz und Kopf, dass die Balance zum Teil nicht stimmt oder dass ihr eben versucht, diese Balance zu halten, liebe Fische. Weil der König der Schwerter, das ist jemand, der sehr kühl ist, zwar gerecht, aber auch extrem analytisch unterwegs. Und die männliche Energie hier ist sehr stark. Er geht sehr extrem mit Logik voran. Und zweiter Kelch ist wieder eine starke Verbindung. Man will mit einer Verbindung haben, zu zweit zu sein, die wahre Liebe haben. Und andere von euch werden wirklich eine Verbindung haben mit jemandem, der eben sehr kopflastig ist. Könnte natürlich auch ihr sein, muss aber nicht. Also dreh es so, wie es passt. Eine Verbindung mit einem Luftzeichen sehe ich hier auch für einige. Also andere werden wirklich jemanden kennenlernen oder habt schon jemanden kennengelernt, bei dem ihr eine Verbindung spürt. Luftzeichen, ganz stark hier. Auch kopflastig. Irgendjemand ist hier extrem kopflastig und jemand ist extrem gefühlslastig, nehme ich hier wahr. Haben wir hier? Ja, Schicksalsverbindung. Du fühlst dich extrem verbunden mit dieser Person. Oder du suchst das, du willst nur noch das. Alles andere willst du nicht mehr. Schauen wir mal weiter. Hauptthema. Oh ja. Ah, was habe ich gesagt? Ja, die kam ganz schnell raus. Twin Flame. Wenn du an das glaubst, ich glaube an Verbindungen. Du hast wirklich die Möglichkeit, eine ganz tiefe Verbindung einzugehen, wenn du auch bereit dazu bist. Und ich habe das Gefühl, du willst auch das. Du willst unbedingt deinen Seelenpartner, deine Zwillingsflamme, möchtest du finden oder haben. Das ist dein Hauptthema. Ah, schön. Schauen wir mal weiter. Nehmen wir noch dieses Hauptthema. Ja, Codependency. Du musst aufpassen, dass du nicht abhängig wirst von etwas. Das muss jetzt nicht Abhängigkeit von einer Person sein. Das kann auch abhängig sein von einem Gedankengut, nämlich war zum Beispiel Neid oder Eifersucht, Misstrauen, das kann auch eine Art Sucht werden, dass du immer wie schon süchtig danach suchst, dass diese Person dich betrügt oder irgend dich belügt oder irgendetwas macht. Nehme ich ganz stark wahr, du musst das loslassen. Also irgendjemand hat so ein Schema drin, kann sich wie nicht fallen lassen. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Aber ihr müsst das unbedingt fallen lassen. Ihr müsst nicht paranoid werden, weil einige haben das so
in sich, dass es schon fast wie eine Sucht ist. Ihr erwartet schon fast von Anfang an, dass ihr enttäuscht werdet. Und dann sucht ihr wieder nach. Ihr seid wie süchtig. Ihr möchtet das nicht, aber auf eine Art seid ihr wie süchtig, könnt ihr das nicht abschalten. Nämlich auch ganz stark war für einige. Also wirklich aufpassen, dass es gesund bleibt. Auch für dich, auch von der Einstellung her. Ja, aber sehr interessant. Schauen wir mal weiter für die Liebe. Was war in der Vergangenheit? Was war in der Vergangenheit, Liebe? Liebe? Ja, der Gehängte. Schwerelos, du konntest sehr schwer auch einschätzen, was sind meine Gefühle, was sind meine Bedürfnisse, was will ich? Das ist eine typische Karte, dass man wie sich selber nicht mehr richtig spürt. Und wenn man diese Situation erreicht hat, kann man auch keine Entscheidung treffen. Das geht nicht, weil man weiß gar nicht, ist es das, was ich jetzt fühle, ist das wirklich mein Gefühl? Oder ist es das Gefühl von meinem Gegenüber? Also weißt du, wie ich meine? Also liebe Fische, ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr immer geerdet seid. Erdet euch, ganz wichtig, die Balance halten. Weil sonst kann es sein, dass ihr zu kopflastig werdet und durch das Wasser, also Wasserzeichen in eurem Element, dazu neigt, euch ein Luftschloss, irgendeine Illusion abzutauchen. Und das war ganz bestimmt in der Vergangenheit. Ihr wart wirklich, ihr wart in der Luft, ihr wusstet nicht wohin, ihr habt euch selber auch nicht mehr gespürt. Nämlich ganz, ganz stark war. Schauen wir etwas genauer rein mit den meinen kleinen Babykarten. Ah ja, da ist noch so eine. So. Warum der Gehängte in der Vergangenheit? Ja, einige von euch wollten vielleicht schwanger werden oder eine Familie gründen. Mit der Herrscherin. Um fünfter Kelche. Und es hat dann nicht geklappt, aus irgendeinem Grund. Ich habe das Gefühl, bei vielen war es nur etwas Oberflächliches oder ihr dachtet, es wäre etwas Tiefes. Nämlich wahr. Und euer Gegenüber, für ihn war das mehr... Er fand euch vielleicht schon toll, aber mehr als Gesellschaft oder als Körperliche. Also dreh es wirklich, wie es passt. Vielleicht wolltest auch du nur etwas Lockeres oder nichts Ernstes, was wirklich verwurzelt ist. Und dein Gegenüber wollte das. Also dreh es wirklich so, wie es passt. Aber hier sehe ich ganz starke Enttäuschung. Du hattest eine Erwartung oder eine Hoffnung oder dir wurde etwas versprochen, was nicht eingehalten wurde. Irgendetwas mit großer Enttäuschung. Auch ein bisschen Oberflächlichkeit nehme ich wahr in der Vergangenheit. Ein bisschen mischen. So, schauen wir mal weiter. Was ist denn im Jetzt? Wie sieht es jetzt aus? Oh ja, schon wieder mit dieser passt der Teufel. Abhängig, Misstrauen pur nehme ich wahr. Abhängigkeit, jemand könnte auch vielleicht etwas neigt zum Klammern, nehme ich wahr, aber so nicht alle, nur ganz wenige. Aber vielleicht nicht unbedingt Klammern an einer Person, sondern Klammern an der Angst, am Misstrauen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Hier ist wirklich etwas, was Richtung, ich sage immer, das ist auch eine extreme Leidenschaftskarte. Könnte auch sein, dass du gerade jemanden kennenlernst und das ist auch körperlich extrem intensiv. Aber das ist immer so ein schmaler Grat zwischen pure Leidenschaft und Abhängigkeit, dass du nicht loskommst von dieser Person. Und ich finde, man muss immer aufpassen, weil wenn man diesen Punkt erreicht, dann kann es auch sein, dass man wirklich ausgenutzt wird und das vielleicht gar nicht so... Man merkt es irgendwie schon, aber man kann wie nichts dagegen machen. Darum unbedingt erden, ganz wichtig. Für andere könnte es wirklich sein, dass jemand in euer Leben kommt, der Sternzeichen Steinbock ist. Steinbock in euren Charts, was haben wir hier? Schon wieder König der Schwerter. Ja, hier ist irgendetwas mit einem Luftzeichen. Vielleicht nicht für alle, also
fixiert euch nicht auf das Sternzeichen, das ist ja immer nur die Energie von diesem Sternzeichen. Das ist jemand, der wirklich extrem kopflastig ist hier. Und irgendjemand, der an etwas festhält, so ein bisschen ungesund festhält. An einem Gedankengut, an einer Einstellung. Und davon wie nicht loskommt. Schauen wir mal genauer, warum. Ja. Vielleicht könnte es auch zwei Personen sein. Ritter der Stäbe, ein Feuerzeichen. Und Ritter der Münzen, ein Erdzeichen. Also jemand hier möchte wirklich nur, ist oberflächlich, also ich spüre extreme Oberflächlichkeit. Also jemand hier ist extrem oberflächlich und jemand anderes hier, entweder bist du das, liebe Fische, oder euer Gegenüber, eine andere Person. Die ist zwar etwas langsamer, aber viel stabiler. Oder ihr möchtet das, Stabilität, auch im finanziellen Bereich. Kann auch sein, dass ihr das euch wünscht gegenüber dieser Person, aber diese Person kann es euch nicht geben. Ja, aber es ist schon eine Chance da. Irgendwo ist eine Chance hier, sehe ich. Schauen wir mal, nehmen wir noch eine für hier und jetzt. Hier und jetzt. Noch eine hier und jetzt. Ah. Ritter der Kelche. Ja, ein Wasserzeichen, das ich nehme wahr, das wirst du wahrscheinlich, entweder bist du das, liebe Fische, oder es ist jemand anders, seid ihr, der Herrscher und der Ritter der Münzen. Schon wieder. Irgendjemand hier, habe ich das Gefühl, hat Geld. Oder will Geld. Irgendwie spüre ich hier auch etwas mit Finanzen. Kann auch sein, dass jemand etwas oberflächlich ist im finanziellen Bereich, setzt Geld an erste Stelle, nehme ich auch wahr für einige. Natürlich nicht für alle, aber hier wird etwas beendet. Ich habe wirklich das Gefühl, dass eine Person hier extrem oberflächlich ist und euch vielleicht auch etwas unterdrückt hat mit dem Herrscher. Weil der Herrscher, das ist auch immer, ich sage immer, das kann ein perfect match sein, aber das kann auch jemand sein, der, es ist sehr schwierig, einem Herrscher auf Augenhöhe zu begegnen. Die schauen sehr gerne von oben herab. Und ich habe ganz stark das Gefühl, dass viele von euch es mit jemandem zu tun hatten, der extrem auf die Finanzen geschaut hat, also Geld, Karriere, Beruf. Steht an erster Stelle und hat euch das auch spüren lassen. Vielleicht ein bisschen auch herablassend. Natürlich nicht für alle, also nehmt wirklich so nur das, was passt. Und andere von euch nehme ich auch wahr, dass hier jemand kommt, der zwar finanziell stabil ist, eine sehr starke Aura hat. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber den Wert, also erkennt, was ist im Leben wirklich wichtig. Also ich sehe hier wie zwei Personen. Es kann sein, dass du es mit zwei Personen zu tun hast oder dass nur eine von dieser Person auf dich zukommt. Aber hier ist jemand, der extrem egoistisch ist und oberflächlich, nehme ich wahr. Nur Geld möchte, Spaß und eine andere Person, die wirklich fest auf dem Boden steht. Weiß, was wichtig ist im Leben und ich habe auch das Gefühl, schon sehr viel im Leben durchgemacht hat. Also diese Person hat wirklich erkannt, was wichtig ist. Sie geht zwar etwas vielleicht langsam voran, bedacht, aber extrem zuverlässig, nehme ich hier wahr. Du musst einfach aufpassen, dass du hier nicht in deine Abhängigkeit kommst. In diesen Frust nehme ich wahr, was hier ist. Wahrscheinlich hast du aus der Vergangenheit schlechte Erfahrung gemacht, weil hier ist schon eine Verbindung. Es kommt eine Verbindung. Für viele kommt es. Schauen wir mal weiter. Ja, schon wieder.
Jetzt Königin der Schwerter. Jemand ist extrem kopfgesteuert. Wer ist das? Bist du das? Seid ihr das, liebe Fische, oder ist das euer Gegenüber? Ja, jemand möchte seine Möglichkeiten auch austesten, erkunden, entweder du oder dein Gegenüber. Aber es könnte sein, dass jemand plötzlich kommt, liebe Fische. Also bei einigen kommt eine Vergangenheitsperson, nämlich wahr. Natürlich nicht für alle. Schauen wir mal weiter, was kommt sonst noch? Zukunft, Output. Ah, schön. 10. Kelche. Was haben wir hier? Bube der Kelche. Oh mein Gott. Also liebe Fische, es könnte wirklich... Ja, die will auch noch. Ja, 7 der Schwerter. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, viele haben hier zwei Personen. Es muss nicht unbedingt sein, dass die zweite Person aktiv noch in eurer Energie ist. Es kann auch sein, dass es einfach noch gedanklich ist von früher, dass noch etwas abgeschlossen werden muss. Aber hier ist sicher etwas, was nicht fair lief. 7 der Schwerter. Irgendjemand, nehme ich auch wahr, ist neidisch auf euch. Ja, möchte alles für sich haben. Also wenn du, es hat jetzt nichts mit Liebe zu tun, aber wenn du irgendein Projekt hast privat und du hast gerade jemanden kennengelernt, behalte es am Anfang für dich, nämlich ganz stark wahr. In deinem Umfeld ist jemand, der neidisch ist. Entweder ist es jemand aus der Familie, aus der Arbeit. Man nehme ich ganz stark. 7 der Schwert ist meistens eine Betrügerkarte, aber hier nehme ich es extrem als Neid wahr. Jemand mag es dir nicht gönnen, will, dass du wieder das Schlechte hast, will wieder, dass du Misstrauen hast. Und diese Person könnte auch das ein bisschen triggern, dir das ein bisschen einreden. Bist du sicher, dass diese neue Person gut genug ist? Sie macht sicher das. Nehme ich ganz stark wahr. Also wirklich, achte dich darauf, wem du was erzählst. Wenn du glücklich bist, freut sich dein Gegenüber auch? Oder freut sich dein Gegenüber nur, wenn du unglücklich bist? Nehme ich auch extrem stark wahr. Also hier sind Menschen und ist jemand um euch. Und diese Person mag euch euer Glück nicht gönnen, will es am liebsten wegnehmen. Weil ihr habt extremes Potenzial, eure Schicksalsverbindung hier zu finden. 10 der Kelche. Absolute Glück. Vollkommenheit. Etwas Neues, etwas Frisches nehme ich hier wahr. Ganz schön. Schauen wir mal. Ich lege die mal hier hin. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, ein bisschen anders. So, genau. Schauen wir noch genauer rein. Vor allem 7 der Schwerter. Ja, nein, ganz, ja. Mhm. Vielleicht ist es jemand, bei dem du es nicht erwarten würdest. Tower. Irgendetwas. Also wirklich schau, wem du was erzählst. Liebe Fische. Also wirklich ganz genau schauen. Unbedingt. Weil hier ist irgendetwas nicht so stabil. Sei es eine Freundschaft. Oder irgendetwas. Jemand möchte dir etwas wegnehmen. Am liebsten dein Glück für sich behalten. Schauen wir mal hier noch weiter. Ja, schön, die Welt. Ah, ja, das sind ganz gute Karten. Also, du hast wirklich die Chance, dass der Kreislauf sich schließt von Trauer, von Misstrauen. Aber du musst auch offen sein für das. Also wirklich, unbedingt, also ihr müsst offen sein, liebe Fische, weil hier habt ihr wirklich die Chance, dass der alte Kreislauf vorbeigeht und ihr etwas komplett Neues bekommen könnt. Ganz schön. Also wirklich sehr gute Karten. Ja, nur das hier macht mir ein bisschen Sorgen. Musst du wirklich aufpassen. Aber schauen wir noch schnell, was ist der Rat der Karten? Was ist der Rat? Auf was sollst du achten, damit du eben das erreichen kannst? Damit du dich auch öffnen kannst? Ja.
Ihr habt es ein bisschen mit König der Schwerter, hä? So. Oh, schön. Ja, ganz gut. Finde die Balance, König der Schwerter und die Hohe Priesterin. Die Hohe Priesterin ist auch wirklich eine Ermahnung, hör auf dein Herz. Und ihr habt extrem viele Anzeichen von Seelenpartnerschaft drin. Wirklich, extrem viele. Also du hast wirklich die Chance, jemanden kennenzulernen. Das fühlt sich an, als würdest du diese Person seit Jahren kennen, obwohl du sie vielleicht erst seit ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten kennst. Du musst unbedingt aber die Balance zwischen deinem Verstand und deinem Herzen finden. Du darfst nicht dich in etwas hineinverrennen, in irgendeinen Teufel an die Wand malen, aber auch nicht eine Illusion zusammenbasteln und gleich die rosarote Brille anziehen. Du musst wirklich auch ein bisschen mit Logik dahinter, aber auch mit Herz, das ist ganz wichtig. Und hier, sechster Schwerter. Du musst auch handeln, also bleib nicht nur in deinem Kopf. Du musst auch den ersten Schritt wagen, nämlich ganz stark wahr. Das ist wie mit Mindset. Ich weiß, viele machen immer Training, um ein positives Mindset zu haben, positive Einstellung, aber sie bleiben wie in ihrem Kopf gefangen. Sie gehen nicht ins Tun rüber. Und liebe Fischen, ich habe das Gefühl, ihr müsst wirklich, ihr müsst gehen, ihr müsst den Schritt wagen, hinaus. Wenn ihr die Richtung wechselt, nicht mehr am gleichen Ufer herumtümpelt, dann kommt das hier. Ganz klar. Also wirklich ganz schöne Karte. Nehmen wir noch so eine. Hochala. Fische. Was haben wir hier? Ja. Also als erstes Engel des Wohlstandes, Wohlstands. Lege deine alten Vorstellungen von Wohlstand ab und lebe die Liebe. Also musst wirklich auch dich mal auf das Gefühl, auf die Liebe fokussieren. Und vielleicht musst du auch mal dein Gedankengut in Bezug zu Finanzen ändern. Vielleicht brauchst du gar nicht so viel, wie du immer denkst. Vielleicht hast du schon genug. Seelenpartner. Oh mein Gott, seht ihr es? Seelenpartner. Was habe ich gesagt, Liefisch? Also ihr habt extrem gute Chance. Werdet ihr selbst zu deinem eigenen besten Seelenfreund und Partner. Du musst deine Kraft auch aus dir selber schöpfen. Also du brauchst wirklich deine Balance, deine Erdung. Das ist ganz wichtig, nämlich ganz stark wahr. Und öffne auch dein Herzchakra. Weil ich glaube, wenn du deine Verwurzelung mit dir selbst schaffst, und noch dein Herzchakra öffnest, dann ziehst du das an. Dann bist du bereit. Aber wenn du nicht bereit bist, dann kommt das auch nicht. Das kommt erst, wenn du bereit bist. So, meine lieben Fische, ich hoffe, euch hat die Liebeslegung gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!